Amigos. Muss ich nichts zu sagen, oder? Seht ihr diese Augen? Die Hoffnung entschwunden. Sie sind so leer. So leer. So leer, als ich die Aufnahmetaste gedrückt habe. Die Polizei. Ja, heute ohne Gast. Ich habe mich bemüht, aber gerade hat leider keine Zeit. Aber ich muss heute durchboxen. Die Folge soll in 4,5 Stunden kommen. Und auch wenn ich überhaupt keinen Bock habe, irgendwer muss die Scheißarbeit ja machen hier. Ja, dieses Drecksarbeitsgedöns da. Aufnahme läuft. Ja, das muss immer sicher gehen. Du kannst beim Polizeisimulator nie sicher sein, dass überhaupt irgendwas funktioniert. 35%. Ne? Boah, tut mir jetzt leid. Soll ich den schleimigen Auswurf mal in die Kamera halten? War ein Späßchen, so. Mehrere illegal abgestellte Fahrzeugwagen verunstalten unser Stadtbild. Euer Stadtbild kann man nicht verunstalten, Mann. Das ist doch nicht so schwer. Hässlon Stadtpisser, ey. Alles auf dem Schrottplatz einfach. Ich beginne meine Schicht. Das habe ich letztes Mal übrigens vergessen. Dieses Projekt läuft nur bis zum 6.3. Also 5.3. kommt hier das Finale. Das kann ich jetzt schon mal sagen, denn am 6.3. brauche ich einen LP-Slot und zwar für South Park, Stab der Wahrheit. Aber bis dahin sind es noch so viele Folgen. 15 oder so. Überhaupt keinen Bock. Ja, ich habe mein Einsatzgebiet verlassen, sehr gut. Als hätte ich Probleme damit, weißt du? Ja, also wie gesagt, bis 5.3. Finale und wer bis dahin noch alles dabei ist, ich habe... Uiuiui! Da geht ja gut los, ne? Sie dürfen hier nicht parken! Hier ist mal abgeschleppt, Junge. Ist mir egal, wie der Wagen aussieht, der wird abgeschleppt. Einfach krass gestackt abgeschleppt, was? Schade, ich dachte, wir werden jetzt, weil wir im Auto stehen, werden wir mitgezogen, aber nein. Da hätten wir eine Runde auf dem ABAC-Fahrzeug fahren können. Da, Pech. Warum? Sieht auf der Tonspur lustig aus und ich kann überhaupt nicht lachen darüber. Scheiß Assi, weißt du, wir waren so nah an der Tagesaufgabe dran. Mein Traum ist es, eine Schicht in diesem Spiel einfach zu beenden, einfach mal. Eine Schicht. Das sind 2 Folgen. Kommt drauf an, wie ich schneide. Oh, wow. Der Eigentümer eines PKWs hat sein Fahrzeug heute um 7.30 Uhr. Ja, Uhr ist gestohlen gemeldet. Das Fahrzeug ist weiß lackiert und hat seit 7.30 Uhr. Das, naja. PTXP 17. Zum Glück wiederholen sich die Missionen noch nicht. Das Innovativismus drin in dem Spiel, das finde ich toll. Und nach langer Suche haben unsere Freunde von der Polizei... Wir haben den ersten Assi hier gefunden. Ganz ehrlich, polier der auch Klabuzzi, Junge. Polier Klabuzzi, ist ja noch cool. So. Mal schauen, ist schon eine Stunde rum. Oh. Ja, da habe ich mich jetzt verschätzt. Das waren 5 Minuten. Tja. Fast wie Passanten angefahren. Fast wie diese Assis. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Achtung, hier sprechen die Polizei. Das hätte ich auch eher drauf kommen müssen. Ich muss ja nicht aussteigen und die identifizieren, sondern ich verfolge die einfach. So. Fahren wir rüber, dann kriegen wir dich nämlich, weil du dumm bist. Yes! Gegen den Baum, du Wichser. So. Jetzt wird das Opfer abtransportiert hier. Zack, festgenommen. Abgebollert. So, kann ich das... Ach so. Der ABRC ist schon zur Stelle. Toll. Als könnten die was, weißt du? Hammer. Muss man sich einfach immer wieder sagen, die können doch bestimmt irgendwas.
Irgendwann glaube ich es auch noch. So, wir verlassen jetzt einfach mal die Stadt. Einfach um das Spiel anzupissen. Weil ganz ehrlich, das macht doch sonst überhaupt keinen Spaß, weißt du? Spiel anpissen, was Schönes kannst du überhaupt nicht machen. Und ich wollte noch was probieren, ja. Weil wenn ich schon, geh weg! Asiel. Du gehst auch weg. Weil wenn ich schon das Spiel glitsche, dann versuche ich es auch noch einmal mit dem Auto, dass ich schneller da durchkomme. Ich bin ehrlich, ich glaube es nicht, weil die Heckenlücke war ziemlich klein, wo man durchglitschen konnte. Ich probiere es trotzdem mal. Dazu muss ich nur das Gebäude wiederfinden. Es war auf jeden Fall bei irgendeinem Berg. Bei irgendeinem Andrea-Berg mit etwas Pech. Ich glaube, hier sind wir ganz gut. Links. Aufpasser T. Loni. Immer zur Stelle. War das nicht... Schau mal, ich bin hier gerade wichtige Sachen am tun. Unterbrich mich noch, ey. War das nicht hier? Ich konnte doch hier irgendwo durch. Oder nicht, Spiel? Was willst du mir eigentlich erzählen, Spiel, ne? Nein, oh! Die Oma hätte uns... Nein, Opa, geh weg! Hashtag Rentnerinvasion! Das könnt ihr nicht machen! Ich habe doch einen Auftrag! Halt, hier war das. Hier. Wenn ich hier durchkomme, feiere ich mich. Das wird jetzt eine äußerst schwierige Operation. Hey, ganz ehrlich, was sind dagegen bitte lausige Aktenkoffer? Ja, zurück, links. Zurück, links. Na komm. Du schaffst das Auto. Im Notfall versuche ich was anderes. Geh mit der Hand durch und dann rufe ich den Wagen nochmal, wenn ich nicht zu weit weg bin. Also direkt jetzt, oder? Warte. Ja, jawohl, okay. Genau, schau noch in meinen Kopf rein. Das sah gerade echt ekelhaft aus. Hammer. So, kann ich den Wagen jetzt rufen? Ja, nein. Kann ich offenbar nicht. Okay, schade. Ich hätte... Was war das denn? Muss auch selber wissen. Für mich wäre das nichts. So, ich will mich aber nicht nochmal durch das ganze Zeug durchglitschen. Ich hab's ja schon gemacht. Ich wollte wirklich nur wissen, ob das funktioniert. Mrs. B. Loni, steigen Sie ein. Muss ich nichts zu sagen, oder? Lass ich einfach unkommentiert so stehen, finde ich schön. Schade, ich hätte sehr, sehr gerne einmal das Spiel noch, also nochmal das Spiel richtig gefickt. Wenn es hier ein Motorrad gäbe, wird es wahrscheinlich auch gehen, aber... Ich habe zumindest noch keins gesehen. Warum gibt es hier keine Motorräder? Was ist denn das für ein Spiel, bitte? Realismus, ich glaube es auch mal, ey. So, eure Gesetzeshüter sind zurück. Mein Name ist Peter Maffay. Entschuldigung. Vielleicht bin ich ja wirklich Peter Maffay. Muss ich selber. Nein! Geht diese... Ganz ehrlich, scheiß auf Aktenkoffer. Das hat jetzt hier gerade Priorität. Nee. Bleiben Sie mal stehen hier. Sie sind doch hochverdächtig. Volker Hoffmann. In der Schule nannten sie ihn immer Heslon-Kind. Dabei ist er wunderschön. Auf den Kopf betrachtet oder so. So, und wir drehen wieder um. Alten Moment. Nein, wir müssen hier durch. Wo wurden da bitte den Aktenkoffer gestohlen? Willst du mich verarschen? Junge! Verarschen oder was? So, boom! Ich hab den gerade mit... Okay, ganz ehrlich. Schicht Nummer 13 in der Passatstraße. Das ist schön. Loni, würdest du bitte einfach mal rennen, fette Sau? Renn. Boom! Der Aktenkoffer wurde wegteleportiert, oder was?
Dieses Mal magst du gewonnen haben, MacGilligan. Damn you, MacGilligan! Ne? Wisst ihr Bescheid? Ihr wisst Bescheid, das finde ich. Das finde ich super. So. Amigo. Dich nehme auch mal auf. Ich, weißt du, ich fühle mich, als würde ich immer das Gleiche machen. Ich muss aus der Tretmühle einfach mal raus. Ich wollte schon immer mal Busfahrer werden. Das war ein Witz. Bitte, nein, nein. Wer auch immer diesen Kommentar gerade geschrieben hat, spiel mal Bus-Simulator, please. Nimm es zurück. Ich hau dir aufs Maul. Bus-Simulator-Wichser. Aber mein Traum könnte immer noch wahrkommen. Wahr werden. Wahrkommen? Wahr werden? Es sollte auf jeden Fall wahr werden. So, da war Aktenzeichen XY. Wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt meinen Giga-F-Tasten hätte, boah. Ich hätte den perfekten Adlib. Aber habe ich nicht. Das kann es eigentlich so nicht machen. Sie glauben gar nicht, wie durstig einen das Polizistenleben macht. Fun Fact: 12.100 ist gerade 110 zum Quadrat. Anmerkung, ja, am Rande. Wer was lernen möchte hier, seid ihr eigentlich falsch, aber heute mal nicht, ja? Heute mal nicht so. Oder vielleicht doch. So, komm ich da durch. Diese Hecke sieht mega schlüpfrig aus. Nein, bin ich. Übrigens, du bist immer noch verdächtig. Das glaubt mir auch keiner. Nee, 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 nee. Dieser Amigo. Ich schreie auch noch über diese Rede drüber und zahlen muss. Verdächtig hier. Genauso verdächtig wie Polizisten, die durch ihr Auto durchlaufen. Also gar nicht. Ganz ehrlich, ich würde gerne nochmal den Club sprengen. Oder vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes. Was? Wir machen jetzt ein Intermezzo, ja? Ach so, ich kann da rein. Ah, das ist ja interessant. Seid ihr alle fertig? Ich wollte eigentlich nur den Müll untersuchen, der da vor dem Haus liegt. So, Ida Stock. Wahrscheinlich bist du Benjamin Stein, weißt du? Christian Petri. Der lange verloren geglaubte Bruder von Wolfgang. Hier ist übrigens der Wendler, hallo? Wenn ich dich nochmal angucken könnte. Siehst du, Alina Wendler, habe ich doch gesagt. So, was sollst du denn darstellen? Maximilian Fuchs. Sarah Stock, naja. Ganz ehrlich, ihr seid alle ja nicht die Hauptgewinne, ne? Muss ich auch mal ehrlich sein. Da durch? Kann ich mich nicht durch irgendeine scheiß Wand glitschen hier, ernsthaft? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das Spiel so gut ist. Ich knall auch die Disco-Kugel ab, wenn es sein muss. Ich lasse euch alle verhaften. Ihr seid dann eine Kriminelle. Oh. Mir fällt gerade was ganz, ganz Schreckliches ein. Ich habe mich synchronisiert am Anfang. Nein! 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 Tja, kann es auch nichts machen. Für mich wäre das nichts. Ja, muss ich eben raten, weißt du. Wahnsinn, ist mir lange nicht mehr passiert, dass ich vergessen habe zu synchronisieren. Weil ich sonst immer meinen Windows Media Player auf habe und dann habe ich da ein Lied drin. Damit kann ich toll synchronisieren. Aber der Polizeisimulator möchte das nicht, ja? Ich habe normalerweise, das kann ich mal kurz zeigen. Das ist meine Tastatur und hier diese drei Tasten steuern den Windows Media Player, den ich auch im Spiel, zumindest normalerweise im Spiel aktivieren kann, ja? Das heißt, ich mache die Aufnahme an, drücke hier auf diesen Play-Button mit Play-Doh-Knete und place the bomb. Nein. Und auf jeden Fall, weißt du? Besorgte Bürger, nein. Achso, nächstes nur Nelson. Ich dachte schon, es ist was Schlimmes. Ja, auf jeden Fall. Mache ich das dann und dann funktioniert es auch. Festgenommen. Funktioniert es auch. Und hey, 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 hey.
Ich sah Amigo. Verarschen oder so? Funktioniert es auch? Und dann kann ich super synchronisieren. Danach sage ich, hey, mein Name ist Loni, willkommen zur Aufnahme. Weißt du, aber hier der Polizeisimulator, wie auch der Bussimulator übrigens, interessanterweise, lassen diese Tasten nicht zu. Sie sagen Tasten, was? Wie? Nein. Tasten, was? Was denn? Verarschen oder so? Ja, und das glaube ich dann nämlich auch am Ende. Dass die mich eigentlich ficken wollen, ja. Du versuchst ernsthaft, mich mit so Strophen hier zu ficken? Ich selbst würde mich das nicht trauen mit so einem Golem in der Clique. Merkst dir, Junge, merkst dir. So, und deswegen synchronisiere ich eigentlich immer automatisch, nur hier nicht. Muss ich immer zu dieser scheiß Musik, die im Hintergrund läuft. Die ich auch schon weiß, die kann ich echt nicht mehr hören. Achso, das flieht überhaupt nicht. Das Auto bleibt einfach stehen. So. Ach so, genau, genau. Erklär mir das mal. Was ein Abfuck. Lass mal, Junge. Nadine Achtmann! Das ist ein knaller Bastard! Mann! Ich mach das Röps-Alphabet bald nach. Nee, trotzdem, was